Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen beim Hundegesabbel Folge 11 mit Silvia Schulze und Gerd Schreiber. Hallo Silvia, wie ist es? Hallo Gerd, gut ist es, wie immer. Ich komme gerade aus Hamburg, ich war mit Jade zur Osteopathie. Okay, hat gut geklappt. Straßenbahn verstopft, aber ich bin wieder da. Hurra, so schön. Hurra. Hat sie geholfen? Hat es gut geklappt? Hat sie gut gemacht? Hat super geklappt, ja. Es ist, also ich war ja da vor 4 Wochen schon mal, weil irgendwie so 2 Labradors durch sie durchgaloppiert waren. Okay. Ja, war nicht so gut. Und heute war es aber schon viel besser, war auch mein Eindruck, sagte die Therapeutin auch, dass das schon viel, viel besser ist. Und mein zweiter Eindruck hat sich bestätigt. Ich habe ja öfter das Gefühl, dass sie vielleicht im Darm auch Schmerzen hat. Und sie sagt, sie glaubt, ihre Rückenschmerzen, also weil sie da so sehr, sehr fest ist an den Stellen, kommen aus dem Darmbereich. Ist ja auch häufig, ne, dass die das Problem im Innern nach außen strahlen und Muskulatur festmachen. Ja, und sie sagt, das kann immer noch sein. Sie hatte als Welpe ja Giardien und war extremst verwurmt. Also gar nicht, dass sich Futter und so umstellen soll. Sie glaubt, das ist es gar nicht, sondern es sind noch alte Sachen. Ja, aber Jade hat es gut gemacht und jetzt schläft sie. Also ich glaube, sie hat auch ihr Gehirn mitbehandelt. Das war schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und du warst in der Schweiz? Ja, ich war mal wieder in der Schweiz. Das erste Mal in diesem Jahr. War sehr, sehr schön. Neuer Seminarstandort. Das ist dann immer ein bisschen spannend, wenn man nicht genau weiß, wie das da abläuft. So kommt man denn den Donnerstagabend nach 10 Stunden Reise denn da an und keiner ist da und man erreicht auch telefonisch keinen. Aber glücklicherweise sind denn von der Ausbildung, die ich da gemacht habe, 2 Teilnehmerinnen schon da gewesen und die haben mich dann mal kurz eingewiesen. Und ja, es waren 3 Tage Basisfachausbildung von Kumkane Familiari, wo ich ja auch Ausbildungsleiter bin und eben auch Dozent. Und das war cool. Die Leute haben gut mitgemacht. Die sind auch wirklich auf einem super Ausbildungsstand, haben es wirklich toll umgesetzt. Und wir hatten 3 richtig, richtig schöne Tage mit richtig, richtig tollen Menschen und richtig, richtig tollen Hundis. Das war richtig cool. Ja, hatte ich sehr, sehr Freude. Das ist gut. So soll das sein. Ja. Und ich konnte am Sonntag gar nicht zu meiner Mama dann entsprechen. Sonntag war ja Muttertag, ne? Ja, Sonntag war Muttertag, das stimmt. Sonntag war Muttertag. Du bist Mutter. Ich bin Mutter, du nicht, ne? Ich bin keine Mutter. Ja, das ist ja blöd für dich. Also ich bin Mutter, ich habe aber auch gearbeitet und hatte das total vergessen. Also ich zelebriere das nicht so sehr. Und war dann aber sehr süß, weil mein Sohn stand mit einem großen Blumenstrauß bei mir vor der Tür. Oh je. Ja, in lila. Cool. Also ja, da ist mir echt das Herz aufgegangen und dann sind wir Auto gefahren. Stell dir vor, Gerd, wir sind Auto gefahren. Mal ganz was Besonderes, wir sind ein Eis essen gefahren, wollte ich sagen, mit dem Auto. Schön. Und Bens Papa war dann auch mit, weil der ihn ja logischerweise zu mir gefahren hat. Und Ben steht ja total auf Teslas. Heißt das Teslas? Naja, Tesla, auf Tesla. Autos, der Marke Tesla. Und immer wenn wir welche sehen, ja, ich erschrecke mich da manchmal total. Also wenn wir am Auto fahren sind, geht das auf einmal nur Tesla. Ich so, ja, super. Also das sind gar nicht meine Kunden, das sind die Kunden einer erkrankten Kollegin, die ich jetzt kurzfristig bis zu ihrer Genesung betreuen darf. Und die fahren tatsächlich einen Tesla. Oha, da war Helle auch begeistert. Genau, das habe ich ihm erzählt und seine erste Frage war, wann er denn mitkommen kann. Und dann sagte er, ja, und Papa, und du kommst auch mit. Ich so, ja, das stelle ich mir super vor. Wir fahren dann da alle 3 hin und dann sage ich, ja, und die beiden, die möchten gerne im Auto warten, allerdings in ihrem Auto. Und jetzt ist meine Frage an dich. Meinst du, das kommt gut an? Stimmt. Gut. Also Ben wird auch gern noch mal in einem Lamborghini oder in einem Bugatti warten wollen. Okay. Ja, also falls es Hundemenschen mit solchen Autos gibt, die irgendwie noch Training brauchen, ich hätte dann noch, so ein Autobewachservice würde ich mitbringen.
Das ist cool. Ja, schade, Ja. dass ich nicht mehr in meinem alten Job bin, ne? Hätten wir das Ja, realisieren können mit den Lambos stimmt. und den Ferraris und Maseratis und Ja, so. Herr Schreiber. Bugatti hatten wir nicht. Aber die Italiener und die Briten, die hatten wir. Die Franzosen nicht. Ja. Naja. Ist sehr schade. Das stimmt, aber. Aber dann hätten wir uns gar nicht gekannt. Das stimmt, das stimmt. Wäre auch sehr schade. Ja. Müssen wir überlegen, was trauriger ist. Ja. Wir haben ja die Hunde. Zum Glück. Ja. Apropos Hunde. Der Podcast heißt ja Hundegesabbel, also Ach sollten wir auch so. mal über Hunde sabbeln. Ja, war ja Und so. Hunde mit Autos. genau, Hunde mit Autos. Was mir in letzter Zeit so zwei, dreimal ja, vor die Füße gerollt ist, ist das Thema, dass man Verhalten teilweise in einem geschützten Bereich ja aufbaut oder trickst oder eine Suche mit den Hunden macht, zum Beispiel Teebaumöl sucht oder sonst irgendwas. Das wird natürlich auch belohnt in einem geschützten Bereich. Und wie man den Transfer in die Außenwelt kriegt, also ob man das im alltäglichen Leben dann tatsächlich auch nutzen kann oder dass man Tricks erarbeitet und dass man dann diese Tricks vielleicht auch im alltäglichen Leben nutzen kann. Wie stehst du dazu? Was denkst du darüber? Also so Training in der Box, also in der einheimischen Box und Training außerhalb der Box draußen in freier Wildbahn. Ich habe jetzt einen Ohrwurm aus den 90ern, I'm living Living in the in a Box. Box. I'm living in the Box. Nee, wir wollen nicht singen. Wir wollen nicht singen. Wir wollen auf keinen Fall singen. Wir Okay, wir möchten wollen ja sabbeln. Wir Hörer. wollen los, wir Genau, wollen sabbeln. ja, also absolut viel halte ich davon. Also es ist ja ganz, ganz wichtig, mit seinem Hund gemeinsam Beschäftigungen zu finden. Und ich finde es total gut, wenn man Dinge aufbaut in einem Bereich, wo der Hund wenig abgelenkt ist. Wenn ich allerdings möchte, also es kommt auch immer darauf an, was für einen Hund man hat. Also jetzt für meine Hunde, insbesondere für Jade, und das galt auch für mein Kettle, also für die Kettle Dogs ganz doll, musste ich aber schnell gucken, dass ich das ins echte Leben übertragen habe, wenn ich es für Verhaltensveränderungen nutzen wollte. Also Ja. mit Auslösern, also mit Ja. Fahrradfahrer, Rehe, Hunde, Jogger. Keine Ahnung, wenn ich es dafür haben wollte, wenn ich mehr Wohlbefinden draußen wollte, also dass der Hund einfach lernt, sich zu konzentrieren, musste ich zusehen, auch bei meiner Tonka, dass ich am Auslöser arbeite. Natürlich habe ich angefangen, mit der überhaupt im Garten anzufangen irgendwie und in der Wohnung, weil da ja zum Teil, das hat schon gereicht, dass da eine Fliege an der Wand rumgekrabbelt ist und die hat gesagt, ah, Bewegungsreiz. Und ja, dass dann aber auch das Ganze angepasst werden muss. Also ich habe es mit Jade jetzt gerade, wir longieren und ich habe ja keinen Platz. Das heißt, wir longieren um alles Mögliche, um mehrere Bäume, um so, wir haben hier so ein Erdloch, da läuft sie drumrum. Und das Longieren ist natürlich nicht so hübsch, als wenn du das, wie ich das früher gemacht habe, richtig auf dem Platz mit einem ordentlichen Longenkreis und so aufbaust. Aber ich habe sofort die ganzen Ablenkungsreize dabei. Und dadurch dauert es länger. Also das ist halt, ihr fällt es schwer, das auszublenden, aber mittlerweile kann sie es sehr gut und sie kann immer mehr weitermachen, Ich wenn uns weiß das tatsächlich gar entgegenkommt. nicht, ob das unterm Strich länger dauert. Ich glaube, das ist eine frühzeitige Generalisierung, also frühzeitig verschiedene Ablenkungen reinzubringen. Auf einem Level, wo die Hunde das können, natürlich sehr stark dazu beiträgt, dass die Hunde die Signale, die wir geben, akustische Signale, körpersprachliche Signale, natürlich als alleinige Auslöser für dieses Verhalten ja selektiert werden. Wenn wir das erstmal in einem geschützten Setting ja aufbauen und das Setting bleibt immer gleich, dann wird der Kontext ja immer mitgelernt. Und dann das zu verändern, ich glaube, dass das schwerer tatsächlich ist, weil Ja, die aber ja das die ganze Zeit gelernt haben, in diesem Kontext mache ich das, jetzt ist der gesamte Kontext anders. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz, ganz gute Strategie ist, dass so schnell wie möglich, also da, wo man Ansatzverhalten hat, wo man vielleicht noch gar nicht so auf die Perfektion geht, dass man das tatsächlich auch in die Außenwelt dann rüberträgt. Ja, absolut. Also es gibt Kunden,
die schaffen das, dass die Hunde die Gruppe als Kontext nehmen, obwohl ich an öffentlichen Plätzen arbeite. Genau. Genau. Weil die im Alltag leider nicht das umsetzen, was wir da machen. Also nicht ohne die anderen Hunde trainieren. Genau. Genau. Also ne, es ist, glaube ich, auch ganz doll an meine Person mitgeknüpft. Das ist sehr lustig. Und das ist egal, wo wir sind. Das funktioniert halt überall. Ich muss auftauchen und wenigstens noch ein anderer Hund. Naja. Also dann haben wir so eine Art Hundeplatzphänomen. Ne? Also irgendein Hundeplatz funktioniert das, aber draußen nicht. Also fehlt das da irgendwie an Generalisierung. Absolut. Was aber schon ist, also ich bin ja eine totale Freundin des Tragens von Dingen, von Gegenständen. Und was aber ganz unterschiedlich ist, also zum Beispiel Jade beißt ja auch in ihr Frusti oder trägt Dinge, wenn sie nicht weiter weiß oder wenn sie gerne in den Sheltie beißen würde, dann nimmt sie ja irgendwas in den Fang oder auch wenn sie durch ist. Und wo andere Hütehunde dann halt in die Hose gehen, beißt sie ins Spielzeug und trägt das auch. Wenn sie aber sehr erregt ist, ich brauche verschiedene Spielzeuge und mal muss es eins sein mit Fell, mal ist es der Ball, der geht dann auch lange und dann auf einmal will sie den nicht mehr tragen und dann hole ich was anderes raus. Also ich habe immer mehrere Sachen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und bei meinem Yuku war es ja auch, also der konnte ja durch das Tragen, hat das ja geschafft, sich von Hunden wegzuorientieren. Also die er ja sonst fixiert hat. Wenn er getragen hat, hat er sich wegorientiert. Und das fand ich ganz wichtig, also dass er es überhaupt konnte. Der brauchte das auch. Und es hat aber ganz lange gedauert, bis der durchtragen konnte, wenn wir auf den Hund getroffen sind. Und ich glaube, das wird häufig... Also ich kriege ja sehr oft, wenn ich sage, ja, versuch das mal, trägt dein Hund gern? Ja, aber ja nicht, wenn Hunde kommen. Ich sehe, ja, das ist normal. Und die spucken dann erstmal aus und man muss eben dranbleiben und das üben. Und ich habe dann auch verschiedene Spielzeuge genommen. Ich habe Sachen genommen, die ihm besonders leicht fielen zu tragen, also wo die er besonders gerne in den Fang genommen hat. Und dann später irgendwann war es egal. Also der hat auch Metallsachen getragen. Klar, also eine innere Motivation muss da sein, dass der Hund schon gerne Dinge in Fang nimmt. Also mit Enya, die trägt inzwischen ihren Futterball von mir weg. Aber sie trägt nicht, sie zergelt auch nicht. Also lass Jade mal noch ein bisschen machen, die zergelt bald. Was ich halt versuche, ist, dass sie irgendwo reinpackt und sie kann schon in eine Kaustange packen und da tatsächlich auch gegenhalten und festhalten, auch wenn ich ein bisschen dran ziehe. Darüber baue ich das immer mehr auf. Aber irgendwie so richtig beim Zergeln und Ziehen sind wir nicht. Sie ist aber auch total empfindlich im Fangbereich. Also sie mag es nicht, irgendwie im Fangbereich berührt zu werden. Und so. Und ich glaube, dass das da eine Rolle spielt. Sie hat auch ein Stück von der Zunge abgebissen. Also es fehlt ihr ein Stück von der Zunge. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Keine Ahnung, dass sie da vielleicht extrem empfindlich ist. Mein Spikey, Snow, die haben gerne auch getragen. Das habe ich dann früher eben auch in schwierigen Situationen genutzt. Aber Voraussetzung dafür war tatsächlich auch häufiges Praktizieren. So wie du es ja auch schon gesagt hast, in erstmal ruhigen Trainingskontexten. Und dann Generalisierung auch in öffentlichen Raum, da wo auch andere Hunde sind, da habe ich dann halt gezergelt, irgendwo auf einer Hundewiese, ohne dass andere Hunde in die Quere gekommen sind. Und dann wurde es tatsächlich auch immer besser, dass sie das auch, ich sage immer, als Schnuller annehmen konnten. Das habe ich wirklich so als Gefühl, dass die Hunde das als Schnuller nehmen. So, ah, mein Schnuller. Absolut. Also, und ich glaube, da ist jetzt der Knausus Knaxus, wo wir nämlich dahin kommen, wann wird das Bedürfnisbefriedigung und wann bleibt es immer nur ein Signal und hilft mir eigentlich überhaupt nicht in der Verhaltenstherapie. Nämlich, dass die Hunde das auch machen dürfen und sagen dürfen, gib mir das jetzt. Und bei Yuku, ich habe ja immer diese Jacken, die hinten noch so eine Tasche haben, also am Hintern. Ja. Wenn der das brauchte, hat der an der Tasche rumgezuppelt. Und da ist es auch mal passiert, dass er sich verzuppelt hat und mir echt
Hintern gebissen hat. geknipst hat. Ja. Ja. Aber dann wusste ich auch, der braucht jetzt sein Spielzeug. Und das habe ich ihm dann gegeben und dann hat das getragen. Und der hat auch nicht damit abgenervt, sondern der brauchte wirklich was zum Tragen. Und auch in den Kursen, wenn ich ihn damit reingenommen habe, wusste ich, pro Kurs wird mindestens ein Spielzeug zerlegt, wenn er warten muss. Und das war okay. Das wurde ja, je älter er wurde, immer besser, aber so haben wir angefangen. Und das war halt, ich fand es total okay, weil als ich ihn bekommen habe, hat er dann einen Hund auseinandergenommen. Das fand ich blöd. Da fand ich ein Spielzeug echt deutlich besser, für mich viel entspannter. Und er konnte das irgendwann einsetzen, ja, wie er es brauchte, also wirklich zur Therapie und konnte sich selber helfen. Konnte seinen Konflikt selber lösen. Und das hat er mir ja auch nicht geschenkt. Also natürlich hat Juku gerne getragen. Das hat er schon mitgebracht, aber nicht in diesen Situationen. Die Idee ist ja überhaupt nicht gekommen. Ich hatte mal einen Amstaff im Training im Tierheim. Ich habe ja mal 4. Jahre Hunde im Tierheim trainiert und mit denen gearbeitet regelmäßig. Und da war ein Amstaff. Und dann habe ich angefangen mit dem. Der ist dann da frisch reingekommen und habe ihm dann einfach ein Sitzsignal gegeben. Und dann hat er sich hingesetzt, hat total große Augen gekriegt, tiefschwarze Augen gekriegt. Das ist dann immer ein blödes Zeichen, wenn Hunde tiefschwarze Augen kriegen. Dann schießt da wahrscheinlich das Adrenalin rein und sie sind massiv gestresst. Und er war total im Konflikt und im nächsten Moment hing er mir dann im Arm. Also Au. wusste ich dann auch, wie das Sitzen vorher trainiert wurde. Wahrscheinlich, wenn er sich nicht hingesetzt hat, dann hat er halt was draufgekriegt. Und allein dieses, ja, es war für ihn, war es ein Kommandositz, hat ihn so in den Konflikt gebracht, dass er ins Übersprungsverhalten gegangen ist. Und dann hing er mir in den Arm, hat glücklicherweise nicht ganz so doll zugegriffen. Und dann habe ich halt reingeklickt und den Keks zur Seite geworfen. Und dann ist er glücklicherweise auch dem Keks hinterhergegangen. Und ich habe mit dem dann angefangen zu zergeln. Also eine Beißwurst gehabt, Ja. diese Feuerwehrschläuche da und dann gezergelt. Und die damalige Tierärztin war da sehr, sehr im Widerstand. Hat gesagt, nein, mit dem darf man nicht zergeln und dann werden die aggressiv. Aber wir haben schön gezergelt. Also es war wirklich ein schönes Zergelspiel, nicht über die Maße. Und er konnte dann auch die Beute behalten und wir haben gut getauscht. Also nicht nur einfach gib her und dann kriegst du einen Keks, sondern wirklich bis die Erregung runter war und er Futter suchen konnte. Das haben wir wirklich gut hingekriegt. Und in schwierigen Situationen war das wirklich so sein Anker. Und er hat mich nachher wirklich gefragt. Ich hatte die Beißwurst immer so in der Brusttasche stecken, konnte er also auch sehen. Und wenn er dann in einer schwierigen Situation war, hat er immer zur Brusttasche geschielt. Und dann hat er halt seine Beißwurst gekriegt. Dann haben wir ein bisschen gezergelt oder er hat sie getragen oder sonst irgendwas. Und damit konnte er diese schwierigen Situationen bewältigen. Und er hat es super, super cool angenommen. Und dann, ach, das war so cool, muss ich noch kurz erzählen. Der Hund ist dann vermittelt worden an ein junges Pärchen und die habe ich dann auch ein paar Mal begleitet und habe ihnen so erzählt, wie der Hund dann so getickt hat und habe dann auch ihnen das mit der Beißwurst gezeigt und das fanden die so cool und haben dann die Beißwurst auch mal mit dabei gehabt. Und irgendwann habe ich eine Nachricht gekriegt, dass das total super klappt und dass er seine Beißwurst, seinen Schnuller gar nicht mehr so oft braucht und dass das immer weniger wird und dass er immer mehr kompensieren kann, ohne dass er das braucht. Fand ich total großartig. Es ist, war beim Bärchen auch so. Und auch jetzt bei Jade ist es so. Also, wenn sie hat ihren Frusti nicht mehr immer dran, sondern nur noch manchmal. Und wenn sie aber was zum Tragen braucht, dann beißt sie kurz in die Leine und guckt mich an. Also nicht in ihre Frusti-Leine, sondern in meine normale Leine. Und dann guckt sie. Und dann weiß ich, sie braucht jetzt ein Spielzeug. Und dann kriegt sie das auch. Und wenn ich ihr das Spielzeug dann nicht gebe, dann ist es halt wirklich so, dass sie wieder anfängt, an mir hochzuspringen und so weiter. Und da weiß ich halt, das ist dieses ganz große Problem, dass dann, dass viele Hundehalter einfach nicht geswitcht kriegen, weil in den Köpfen ja wirklich fest verankert ist. Und das wäre auch, wenn du das in so einer Hütehundgruppe so posten würdest, die würden mich zur Minna machen da. Dass ich nicht ganz dicht bin, keine Ahnung habe. Und ja, der Hund wahrscheinlich der nächste Putin wird, so wenn ich so weitermache. Und ja, Okay. ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn sie das wäre. Das wäre lustiger. Ja.
Auf jeden Fall liebevoller. Mit Sicherheit Ja. wird sie den Leuten nochmal durch die Nase, durchs Gesicht schlecken. Ja, werden Aber alle sehr gut warum denkst du, geputzt. ist da so dieser Widerstand bei Weil vielen? der Hund die Möglichkeit hat zu sagen, ich mache das jetzt so oder ich brauche das jetzt. Und es wurde ja jahrzehntelang eingetrichtert, dass ein Tier sowas auf gar keinen Fall tun darf. Also Naja, eher. Kinder letztendlich dürfen sowas auch nicht tun. Also auch das hängt ja immer noch. Also das ist einfach unsere Kultur. Dieses ein, ja, vor allen Dingen dieses ein Untergebener oder ein also wie drückt man das denn aus? Du weißt, was ich meine, oder? Ja, Also ein also Kind ist das ja nicht ein. mein Untergebener, aber ein Kind ist halt, Achtung, Gänsefüßchen, dicke, fette Gänsefüßchen. Es ist ja nur ein Kind und nur ein Kind. Das nur ist immer noch in dicken, fetten Gänsefüßchen, hat ja nicht das Recht, Nein zu sagen. Und der Witz ist ja, dass ja alle wollen, dass Kinder Nein sagen, aber ja nur zu anderen. Also weder zum Lehrer, Lehrer können das nicht akzeptieren, ganz viele Eltern nicht. Also es fängt damit an, mein Kind hat sehr lange Haare, weil er das so möchte. Und ich wurde schon sehr, sehr häufig gefragt, ja, warum das so ist. Und dann ist meine Antwort, weil er das so möchte. Ja, aber nervt dich das denn nicht? Ich so, naja, also jetzt mittlerweile sind die so lang, nervt mich wirklich nicht mehr, aber diese Übergangslänge hat mich total genervt, weil ich ständig seine Augen nicht mehr sehen konnte. Und naja, und wo ich dann auch gesagt habe, aber wenn er dazu schon nicht Nein sagen darf, also wenn er dazu schon nicht sagen darf, ich möchte nicht zum Friseur gehen. Wie sollen Kinder denn lernen, Nein zu sagen und was sie gerne möchten? Und es sind doch nur Haare. Haare. Das ist jetzt echt nichts Weltbewegendes. Das kann man immer ändern. Und wenn er die übermorgen lila haben will, sind die halt übermorgen lila und dann nicht mehr. Also immer noch so das in den Hinterköpfen, man muss sich anpassen, man muss Ja, angepasst sein man muss und das angepasst teilweise. sein und man muss den Hund, also der übernimmt ja sonst die Führung und macht, was er will und ist böse und wenn der dann sagt, er macht das so, dann darf das nicht sein. Das darf Ja, halt nicht sein. genau. Und genau, und da würden wir ja klar argumentieren, naja, wenn wir ihm da nicht einen Kanal offen lassen oder ein Ventil offen lassen oder ein Ventil zeigen, wo er dann das betätigen kann und damit er Dampf ablassen kann, dann geht halt irgendwo eine andere Baustelle auf, die wir vielleicht gar nicht da mit dieser Situation in Bezug setzen. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn Hunde eben an der Leine ziehen. Also es geht raus und die Hunde wollen sich bewegen, wollen schnell laufen. Und sie beißen dann in die Leine. Also Übersprungsverhalten ist ja der Konflikt. Ich möchte schnell laufen, kann nicht, weil ich an der Leine bin. Und dann beißen sie in die Leine. Und ich höre es immer noch wieder. Na, aber der sträubt sich jetzt gegen die Leine oder der zeigt mir jetzt den Stinkefinger oder ist widerspenstig oder sonst irgendwas. Und dabei ist es einfach nur ein Übersprungsverhalten. Und wenn das dann bestraft wird, was soll er denn noch machen? Dann beißt er halt irgendwo in die Füße oder er fängt an zu buddeln oder er springt rum oder fängt an zu bellen, was er dann auch wieder nicht darf. Deswegen gucke ich immer gerne oder du ja natürlich auch in deinem Training, dass man Dinge, die gerade noch okay sind, also wo man sagt, ja, kann ich gut mit leben. Und wenn eine Leine mal kaputt geht, dann kann man die auch relativ zügig ersetzen, dass man den Hunden in schwierigen Situationen so ein Ventil lässt, damit da nicht mehr passiert und das nicht noch mehr sich aufstaut. Das ist total wichtig. Also gerade wenn man weiß, man hat einen Hund, der viel Schwierigkeiten oder große Schwierigkeiten mit der Umwelt hat. Ne? Also das ist, wenn man einen Hund hat, der da locker gefestigt durchgeht, braucht man ja gar nicht so viel gucken. Aber wenn man Hunde hat, also gerade die Arbeitshunderassen oder viele Hunde aus dem Auslandstierschutz auch, also jedenfalls das, was ich im Moment gerade so im Training habe, die sind ganz schön gefordert hier mit den ganzen Auslösern. Und da muss man halt gut schauen, dass die ein Ventil haben, damit sie nicht an einer Stelle explodieren, wo es wirklich nicht hingehört und wo es vielleicht auch mal wehtut. Und dann sind wir, wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiterdenken, schon einen Schritt war dichter dran an der Verhaltensvariabilität. Also, dass Hunde möglichst viele Verhaltensweisen zeigen können sollten, wenn sie in schwierigen Situationen sind.
Denn wenn wir Aggressionsverhalten uns angucken, Angstverhalten uns angucken, dann sehen wir, dass diese Verhaltensweisen fast stereotyp, also immer gleich aussehen. Wenn Hunde jetzt immer nur das Gleiche machen, dann haben sie halt auch wenig Optionen. Und von daher finde ich eigentlich auch so dieses Tricksen, wo ganz häufig gesagt, naja, er kann ja halt viel tricksen oder er kann viele Tricks, aber im Alltag ist er halt nicht stabil. Dass das Tricksen aber trotzdem wichtig ist, ne? Dass die Hunde viel können. Man muss es denn nur wieder nach draußen kriegen. Naja, genau. Und man muss dann den Schwerpunkt verändern. Also sprich, wenn ich im Wohnzimmer wirklich übe, dann möchte ich sauber an der Übung arbeiten. Also dann möchte ich das hübsch haben. Wenn ich draußen arbeite, dann möchte ich, dass mein Hund sicher in der Umwelt ist. Und dann geht natürlich, ja, immer wenn ich eine andere Schwierigkeit hinzufüge, geht halt was anderes kaputt. Also das ist einfach so. Und dann arbeitet der Hund nicht mehr so sauber und nicht mehr so lange. Aber er tut es eben überhaupt. Und wenn ich mir überlege, was Jade mittlerweile alles so für Möglichkeiten hat, um mir zu sagen, dass ihr nicht so gut geht, oder dass sie gerade nicht weiß, was sie machen soll, ist das schon ziemlich toll. Und was ich natürlich auch mache, und das mache ich auch in meinen Kursen, das ist ja auch so ein Phänomen, man übt irgendwas mit seinem Hund, dann sage ich an, hey, da kommen irgendwie Radfahrer und alle hören auf zu üben. Also so, weil das geht jetzt ja eh nicht. Und wo ich dann sage, ihr macht jetzt weiter, da kommen jetzt Radfahrer, kürzt die Leinen bitte ein bisschen ein, haltet die gut fest und macht die Übung weiter. So, dass wir wieder Generalisierung reinkriegen. Wieder Generalisierung. Und natürlich wird es dann schlechter. Und natürlich ist es dann so, dass der ein oder andere Hund erstmal guckt nach dem Radfahrer. Aber was dazu kommt, ist, dass meine Kunden, Kundinnen lernen, was ihr Hund schon alles kann. Also was mir dann total viel Freude macht, ist, wenn ich sehe, wie stolz die auf ihre Hunde sind, weil sie es geschafft haben. Und das ist cool. Ja. Das macht total viel Spaß. Ja. Also da geht mir echt das Herz auf. Ja, ich weiß noch eine Situation auf einem Seminar. Da war eine Hündin total überfordert, weil sie mit den anderen Hunden, die da auch im Seminar auch waren, nicht klarkam. Und die Bezugsperson ist dann mit der Hündin auf den Platz gegangen und die war nur am Bellen und hysterisch und ist durch die Gegend gelaufen. Und dann habe ich so gefragt, was der Hund denn kann. Und dann sind wir irgendwann beim Bodentarget gelandet. So, kann sie Bodentarget? Ja, das kann sie. Das üben wir immer auf dem Hof, weil sie halt auch wenig spazieren geht, weil die Hündin sich halt wegschreit bei anderen Hunden. Und dann habe ich schnell zwei Bodentargets hingelegt. Und sie hat ihr dann die Bodentargets gezeigt und die Hündin ist tatsächlich raufgegangen. Also, mein Bodentarget, das kann ich. Und ist dann von Bodentarget zu Bodentarget immer hin und her gelaufen mit ein paar Signale. Was natürlich passiert ist, dass das nicht so perfekt ist. Also manchmal hat sie das Target auch nicht getroffen und hat sich daneben gesetzt. Und dann kam natürlich trotzdem die Anweisung, jetzt sofort belohnen und dass es ordentlich Payoff gibt. Perfekte Ausführung wollen wir nicht, sondern nur, dass der Hund etwas machen kann, was ihnen in dieser Situation gut tut. Und das ein paar Mal praktiziert. Und dann ist die Bezugsperson mit ihrer Hündin nach ein paar Wiederholungen, hat den Hund gut stabilisiert, dann auch wieder vom Platz gegangen. Das haben wir auch im Laufe des Seminars noch ein paar Mal wiederholt. Und es ging gar nicht darum, dass der Hund mit in der Gruppe arbeiten sollte, sondern da sind andere Hunde. Ich kann was machen, was mir gut tut. Und darüber hat sie die Hündin stabilisieren können, fand ich phänomenal. Und das wird dann natürlich weiter ausgebaut. Ja, heute bei der Osteopathie, mein Kind-Target. Genau. Jade hat frei, also ich habe die Hand gehalten, die hat ihren Kopf reingepackt und richtig sich schwer reingelegt und wollte da auch bleiben. Das gibt ihr Sicherheit. Also das ist ja mein Kooperationssignal, auch wenn ich Augentropfen und so mache. Und das hilft ihr halt auch bei solchen Behandlungen. Das ist total schön. Ja. Ich hatte vorhin gesagt, bei dem MSTEF, dass der, ja, für ihn war es ein Kommando, dass der das Kommando Sitz bekommen hat. Aus seiner Gedächtnisbildung war es ein Kommando. Und Kommandos sind ja, so definiere ich das, eben aufgebaut über Belohnung, aber auch das Ausbleiben von Belohnung und auch, wenn das Verhalten nicht ausgeführt wird, über Bestrafung.
Differenzierst du das auch zwischen Kommando und Signal und wie diese Sachen aufgebaut werden? Ja, Machst du dir also darüber ich. Gedanken? Ja, also ich mag ja das Wort Kommando nicht, genauso wie ich diesen Sitzzeigefinger nicht mag, aber das ist ja so mein persönliches, also das ist ja mein Spleen. Ich habe ja mit so einigen Begrifflichkeiten, ja, so meine Schwierigkeiten, allerdings dann doch nicht so doll, wie das in manchen Gruppen dann zerrissen wird, wenn jemand Kommando schreibt und dann eigentlich eine ganz klare Frage stellt, das Wort Kommando benutzt und dann kriegt er keine Antwort, sondern darauf wird dann rumgeritten. So schlimm ist bei mir nicht, aber ich verbinde mit Kommando eben auch, jawohl, Kamerad, wir machen das jetzt so, da gehen wir lang. Tu es sonst. Sonst, genau, und ein Signal ist halt, ja, ein Signal halt. Mach das mal. Das wäre jetzt ganz gut. Das Ja, wäre. mach es, dann bekommst du Belohnung, dann Ja. bekommst du Verstärkung. Wenn du das nicht machst, dann bleibt die Verstärkung Die Verstärkung halt bleibt aus aus. und die Leine vermutlich stramm. Also, weil die einfach zu Ende ist und ich festhalte. Und, ja, das unterscheide ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Wording ist, ja, hat schon was, wenn man dann seinen Kunden, also das, ich mach's nicht, ich sage ja dann immer, ah, gib mir mal das Signal und ich gebe das Kommando oder den Befehl, weil Ja. unser Gehirn natürlich damit Ja, genau. verknüpft ist. Befehl nehme ich überhaupt nicht. Also, wo ich zum Beispiel auch, wo sich bei mir die Nackenhaare hochstellen, ist ganz manchmal, das sind dann aber auch 70 plus Leute, rufen die an und sagen, mein Hund muss noch dressiert werden. Da ist mir auch rausgerutscht, dann rufen Sie bitte woanders an. Also das ist mir einmal wirklich passiert, da hatte ich wohl einen sehr schlechten Tag, aber da ging es gerade gar nicht. Ja. Also wie die Wörter, die man so benutzt, die sollte man, glaube ich, überdenken und dann aber auch Aber bei Kunden auch einfach erstmal zuhören, was die eigentlich meinen. Genau. Das ist total, total wichtig. Aber viel wichtiger ist es eben auch, den Inhalt zu überdenken. Also, wenn ein Hund ein Signal bekommt und das Verhalten nicht ausführt oder nicht perfekt ausführt, eben zu schauen, warum nicht? Was sind die Ursachen? Habe ich das vielleicht noch nicht ausreichend trainiert? Oder kann der Hund das noch nicht ausführen, weil er sich vielleicht jetzt gerade schon bedroht fühlt durch den anderen Hund und sich da über ein Sitzen oder Hinlegen vielleicht sogar in eine schlechtere Position bringen würde? Wäre schön blöd. Also bleibt er stehen. Oder hat er vielleicht Rückenschmerzen und kann sich nicht so schnell hinsetzen? Oder hat er das Signal schlicht und ergreifend nicht mitgekriegt und war abgelenkt, sodass man dann, wenn man solche Sachen trainiert und in einem geschützten Bereich trainiert, natürlich eine prompte Ausführung auch vielleicht mit ein bisschen Training erwarten kann. Wenn man dann aber draußen ist, die Hunde viel, viel mehr Hilfe teilweise brauchen, damit sie das dann entsprechend auch ausführen, was wir denn so wollen, aber vielleicht auch nicht perfekt ausführen, sondern dann müssen wir immer den Kontext mit einrechnen, gucken, ob sie Angebote machen, die dann vielleicht auch noch gut sind und das dann entsprechend ein bisschen differenzierter sehen. Naja, vor allen Dingen eben auch wirklich immer, also nicht aufgeben, nicht einfach aufhören, weil es nicht klappt. Das klappt lange nicht. Also, aber irgendwann wird es wirklich so, dass die Hunde das annehmen. Und sich das als Hilfe nehmen, weil eigentlich, ich glaube nicht, dass Hunde gezielt Menschen beißen wollen oder Artgenossen beißen wollen. Also, dass die wirklich sagen, ich muss um jeden Preis jetzt jemanden beschädigen. Nö, das glaube ich auch nicht. Und aber sie können es dann halt nicht. Und das ist bei uns ja auch nichts anderes. Also man kann dann nicht, weil man gestresst ist, weil ein Auslöser da ist, weil eine Lerngeschichte schon hintersteht. Und dann schafft man es nicht in seine erlernten Verhalten zu kommen. Und vor allen Dingen ist es ja, es fühlt sich auch komisch an. Also das kennt vielleicht auch jeder, der sich mal was abgewöhnen wollte, eine Angewohnheit sich abgewöhnen wollte und versucht anders zu reagieren. Das fühlt sich komisch an. Und das Total. wird bei den Hunden halt auch so sein. Total. Ich erlebe das ja auch immer auf den Seminaren, wenn man dann
irgendwie ein Verhalten trainiert mit den Menschen und den Hunden zusammen, wie stark die Menschen doch in Stressreaktionen in alte Verhaltensmuster stecken, dass die Hand wieder in der Futtertasche drin war, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, dass sie an der Leine vielleicht rumgezuppelt haben, haben sie es halt die letzten 5 Jahre trainiert, ne? Immer irgendwie an der Leine rumzuppeln, je nachdem aus welcher Trainingsrichtung. Manchmal ja länger als 5 Jahre. Naja, genau. Ich hatte eine Hundehalterin mal, die hatte 30 Jahre Schäferhundplatzgeschichte hinter sich und das war festgebrannt im Gehirn. Ja, und dann hatte ich das erfolgreich weggeshaped in dem Kontext, wo mein Hundeplatz ist, da so die anliegenden Feldwege. Und dann haben wir nur den Trainingsort ein bisschen verlagert in eine andere Gegend und zack, war das Gezuppel wieder da. Mhm. Und ich sage, ja, wollten wir ja nicht zuppeln. Nee, mache ich auch nicht. Okay, und nachher habe ich sie ja nochmal drauf hingewiesen, du zuppelst die ganze Zeit. Nein, echt? Das habe ich gar nicht gemerkt. Also wir Menschen sind total schlecht darin, unsere eigenen Fähigkeiten oder unsere eigenen Verhalten zu reflektieren. Ja. Das muss man den Hunden natürlich auch zugestehen und dann trotzdem dranbleiben und sie so in die neuen Verhaltensweisen, die wir ja eigentlich haben möchten, reinführen und das dann entsprechend auch trainieren und generalisieren und da vielleicht auf Perfektion nicht immer so viel Wert zu legen. Ja, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen die Hunde mal gucken lassen und sich abwenden lassen, die tun es ja tatsächlich. Mhm. Ja. Also wenn der Abstand groß genug ist, wenn die Leine lang genug ist und vielleicht auch mal wieder locker ist. Ja, wobei da möchte ich kurz einhaken. Was ich häufig auch erlebe, ist, dass die Leine zu lang ist. Also, ja. Dann wird Leine gegeben, weil wir ja sagen, ja, möglichst die lockere Leine. Und dann ist der Hund aber auf 5 Meter, 8 Meter weg. Na klar. Und dann kommt man natürlich auch nicht mehr ran. Also das eine machen, das andere nicht lassen. Ja, genau. Das hatten wir ja aber, ich glaube, in der letzten Folge sogar schon, ne, wo wir auch über die Leinenlänge, glaube ich, gesprochen haben. Das, klar, natürlich muss man das kontrollieren und gucken, in was für einer Situation man gerade ist. Trotzdem ist es so, wenn man Tau zieht, wird es schwierig. Und wenn man mal kurz nachgibt, ist es so, dass die meisten Hunde dann rumkommen können. Und mit Nachgeben meine ich einen halben Zentimeter. Nur so, dass der Druck, der Zug weg ist. Mhm. Nicht, dass ich dem Hund 2 Meter hinterher werfe. Das meine ich damit nicht. Nur einmal die Hand ein bisschen weiter nach vorne. Und ganz häufig ist es so, dass die Hunde nicht weiterziehen. Und wenn die doch noch weiterziehen, dann muss ich halt erstmal so stehen bleiben und dann hangel ich mich ran und gucke, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, den Hund irgendwie am Hintern berühren kann, am Oberschenkel oder an der Schulter. Genau. Oder man gibt eben die Leine 2, 3, 4, 5 Zentimeter nach und gibt dann sofort ein Signal, dass der Hund dann rumkommen kann. Und was ich dann aber häufig erlebe, ist, dass so eine ganze Leinenbucht, also wenn die Hunde, die Schleppleinen so in Buchten aufgenommen werden. Das wird alles dann hat man gleich so eine Bucht rauslaufen lassen und dann ist der Hund wieder einen Meter weiter weg. Naja, ein Meter, also manchmal sind es sogar 3 Meter und der Hund galoppiert sogar an und kriegt dann so den Leinenruck. Also ja, genau, das ist natürlich selbstverständlich nicht gemeint. Das ist dann so das Leinenhandling, ne? Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Das hat ja jetzt gar nichts mit Bedürfnisbefriedigung zu tun, glaube ich. Nö, das stimmt. Bedürfnisbefriedigend werden solche Verhaltensweisen, die wir in einem geschützten Bereich erstmal anfangen zu trainieren, relativ zügig, dann in die Umwelt bringen, dass die Hunde tatsächlich merken, es tut ihnen gut, diese Verhaltensweisen zu zeigen und dass sie darüber Verhaltensoptionen haben, wo sie ihr Wohlbefinden wieder mit regulieren können. Also wenn es ihnen schlecht geht, dann kann sie was anbieten und es geht ihnen dadurch besser. Muss ja nicht immer das Gleiche sein. Das finde ich einen total, total wichtigen Punkt. Absolut. Und es ist halt bei manchen Sachen was völlig anderes. Also deswegen hatte ich ja diese beiden Bilder bei Instagram genommen. Einmal den Labrador, der einen Dummy trägt. Also das ist ja, Dummy-Arbeit ist ja hinlaufen, aufnehmen, zurückbringen, abgeben. Und dann das Bild mit Jade, wo sie, da hat sie einen Stock freigebuddelt im Wasser, das weiß ich noch, und hat den dann rausgetragen. Den hat sie auch dann ans Ufer gelegt, einfach nur. Ja.
Und es ist ja beides aufnehmen, tragen, loslassen. Aber halt, der Stock muss nicht zu mir. Ich habe sie auch nicht geschickt. Sie macht es von sich aus und sie kann ihn liegen lassen, wo sie möchte. Und das ist definitiv bedürfnisbefriedigend. Beim Labrador könnte Dummy-Arbeit das auch noch sein. Bei Jade ist es, also die macht das gut und auch gerne und die ist auch gut ausgelastet, auch durch die Suchen. Aber gerade dieses Aufnehmen und Bringen und Abgeben, das ist ihr wirklich nicht in die Wiege gelegt. Also gerade auch das mir zurückbringen, also Sachen durch die Gegend schleppen, ja, das macht sie, aber dieses wirklich mir wiedergeben, das ist auftrainiert. Und aber halt mit Sachen, wo sie wieder selber entscheiden kann. Also sie bringt mir was, kriegt was anderes und darf damit dann wiederum fetzen. Darüber habe ich sie gekriegt. Alles andere ist voll in die Grütze gegangen bei ihr beispielsweise. Also die Talente, die der Hund einem so anbietet, entsprechend aufnehmen und dann gucken, was man daraus so basteln kann, um dann im Alltag wieder Optionen zu haben, was der Hund machen kann, damit es ihm wieder gut geht. Ja, na, also das ist halt ein Hütehund, macht Dummy-Training definitiv anders als ein Labrador oder ein Golden Retriever oder ein Weimaraner oder ein Setter. Ein Setter zieht immer große Kreise, aber die machen es toll. Aber die sind nicht gerade hin, aufnehmen, gerade zurück, sondern die müssen dann noch mal einen Bogen rennen. Ich meine, dafür sind die gemacht. Ja, Aber genau. trotzdem machen die einen super Job und ich finde es eigentlich gerade cool, ne? Ich kann das total gut unterscheiden und mir sagen, ich arbeite ja auch nicht auf Prüfungsniveau, überhaupt nicht, da habe ich gar keine Lust zu, sondern ich erfreue mich wirklich daran, diese unterschiedlichen Arbeitsstile der Hunde zu sehen und die kommen ja alle zurück. Also es ist ja nicht, dass die erstmal einen Kilometer Kreis rennen. Das ist, aber die laufen halt nicht auf Spur, also nicht so, wie es So perfekt wie der Mensch. In einem Working-Test gewünscht wäre. Das muss ja vielleicht auch gar nicht so im Alltag dann auch wirklich sein, ne? Nee, überhaupt nicht, weil wir ja auch Bedürfnis befriedigen wollen. Ja. Also Sehr, die sehr sollen ja, spannend. also das ist ja so wichtig, um den Akku aufzuladen, um es dann wieder hinzukriegen, Menschen vorbeizulassen und die nicht zu stoppen oder Artgenossen vorbeizulassen, ohne steil zu gehen. Wenn die ein Problem mit Artgenossen und Menschen haben. Ja, oder frustriert sind, weil sie gerne dahin möchten. Also das gibt es ja auch, dass die einfach gerne spielen wollen und das dann nicht aushalten können. Aber genau dafür brauchen wir ja auch Jobs, um diese Bedürfnisse, die im Alltag zu kurz kommen, befriedigen zu können, damit es dann da funktioniert, damit sie dem widerstehen können. Und das geht meiner Meinung nach nicht durch Perfektion der Übung. Also nicht, wenn man einen Hund hat mit problematischem Verhalten. Wenn ich einen Hund habe, der keine Umweltprobleme hat, da kann ich ganz anders rangehen. Also das muss man ja auch immer gucken, wen habe ich da? Ja, und da kann man dann auf Perfektion gehen oder vielleicht auch später, wenn man dann die Baustellen so einigermaßen geschlossen Ja. hat, dann kann man ja noch mal schauen, dass man das noch weiter ausbaut und auch im Alltag weiter perfektioniert, weiter dran arbeitet, aber erstmal, dass man den Hunden Alternativen bietet, die ihnen dann vielleicht auch wirklich Spaß machen, Ja, und optimalerweise. eben auch guckt, was für einen Hund habe ich da und was würde der eigentlich gerne machen wollen und das auch dann erlauben. Sehr spannend. Silvia, wir kommen zum Ende. Echt? Sind wir schon Ja. fertig? Ja, Zeit vergeht. Das war ein spannendes oder ist ein total spannendes Thema. Und weil es so Ja. spannend ist, machen wir ja, fast zu diesem Thema noch ein neues Webinar am 15. Juni, wo es ja um Umweltsicherheit mit dem Familienhund geht, Training innerhalb der Box, ein Training außerhalb der Box, Bedürfnisbefriedigung und worauf man da so achten darf und kann. Da freue ich mich schon total drauf. Ein total Ich spannendes auch, Thema. ich auch. Vielen Dank für die Anregung dabei. Ja, Ja. manchmal habe ich ja so Geistesblitze. Ja, die sind gut. Das Webinar ist noch nicht auf meiner Homepage. Wir sind dran. Aber es gibt noch Restplätze für das Begegnungstraining jetzt am Freitag. Da ist morgen am Mittwoch
Anmeldeschluss. Also am 11. Mai ist Anmeldeschluss. Das Webinar findet statt am 13. Mai und es gibt wie immer einen Aufzeichnungslink dazu. Genau. Und meine Homepage, ja, ich weiß, der Shop spinnt und das kommt alles neu. Mit ganz viel Glück Ende nächster Woche. Hast du eine neue Website? Ich kriege eine neue Website. Ich kriege eine cool. neue Website. Cool. Im neuen Design. Ich muss unbedingt mit auch meine. Neuen meine ist kaputt. Ja, ich kann dir nur meine Jana empfehlen. Ja. Die macht eine neue Website. Die macht eine neue Website. Sehr schön, sehr schön. Ja, total schön. Und wir sind da in den letzten Zügen und ja, sie macht es halt nebenbei und deswegen geht es nicht ganz so schnell. Und ich mache es auch nebenbei. Es hängt auch viel an mir leider. Ja. Du, aber man es hat, wird. Der Tag hat nur 24 Stunden. Also alle die, die sich ärgern mit, hat sie denn noch nicht gemerkt? Doch, hat sie gemerkt. Hat sie gemerkt. Merkt sie ständig. Wir sind dabei. Man genau. kann es nur nicht sehen. Ja. Silvia, hat mich total gefreut. Hat Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Auch wenn wir nicht über das Wetter sprechen wollten, wünsche ich dir jetzt aber trotzdem noch einen ganz, ganz schönen Tag bei diesem wunderschönen Wetter. Ist ja wirklich herrlich mit der Sonne. Ja, in der ein Schweiz, bisschen Regen wäre gut. Ja, ein das stimmt. Ein bisschen Regen. Das hatte ich in der Schweiz. Regen? Als ich angekommen bin, hat es ganz schön geschüttet. Und dann war aber das Wetter soweit stabil, dass die Hunde auch kurz im Auto warten konnten. Also so irgendwie 15 bis 18 Grad bewölkt. Man konnte gut draußen arbeiten, ohne dass es zu heiß war. Und ohne dass es jetzt über den Tag rüber geregnet hatte. Das war gut. Mhm. Ja. Das ist schön. Gut. Dann bis bald und wir freuen uns natürlich auch wieder auf ein Feedback bei Instagram. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Teilt es gerne, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis bald. Folgt uns gerne. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.